So, hallo und damit herzlich willkommen zurück hier zum Let's Play von Chaos auf Deponia in der letzten Folge. Ja, die hat ein kleines bisschen verplant geendet, was ich mir eigentlich gar nicht vorstellen kann, weil ich bin ja auch nie verplant, das tut nur so. Auf jeden Fall habe ich jetzt ein bisschen rumexperimentiert und bin zu einem kleinen Ergebnis gekommen. Auf jeden Fall klingeln wir jetzt erstmal hier und sprechen mit dem kompetenten Mitarbeiter. Was kann ich denn für Sie tun? Also, wir lassen erstmal ein bisschen das Angebot erzählen. Was haben Sie denn so im Angebot? Nun, für das Restaurant gilt die Abendkarte. Hier am Takeaway-Schalter servieren wir hauptsächlich Schnabeltierburger. Ich hoffe, die sind nicht zu fettig. Ich will ja nicht meinen Astralkörper ruinieren. Oh, da werde ich lieber noch einmal nachfragen. Oh, großer weiser McTulu! Das Opfer fragt, ob die Burger Kiss machen. Ravanek Cha! Ravanek Kam Cha! Okay. Bodenhaltung. Ja. Bodenhaltung. Bodenhaltung. Unsere Geschäftsführung möchte Ihnen versichern, dass wir für unsere Produkte ausschließlich die besten Zutaten verwenden. Und die wertvollen Vitamine stammen allesamt aus freilaufenden Salatblättern. Suchen Sie sich einfach etwas vom Menüplan aus. Sie können aus 3 Menüs wählen. Außerdem können Sie Ihre Auswahl noch verändern. Es steht alles auf dem Plan. Das schauen wir uns gleich mal an. Ich würde gerne etwas zum Mitnehmen bestellen. Aber gerne doch. Suchen Sie sich einfach etwas vom Menüplan aus. Ja gut, ich würde sagen, wir quatschen erstmal den Rest, bevor wir das eigentlich hinbekommen, weil ich natürlich grandioserweise alles so schnell auf einmal mache. Romantisch haben Sie es hier. Finden Sie? Top. Aussicht, die Altstadt, fehlen nur noch die spielenden Kinder. Oh, einen Augenblick. Ich glaube, er hat uns durchschaut. Die sind fehlenden Kinder aufgefallen. Mir auch, muss ich ganz ehrlich zugeben. Mir auch. Da bin ich wieder. Kann ich noch etwas für Sie tun? Natürlich. Was hat es mit diesen Glückskeksen auf sich? Da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Kein Problem. Das Opfer fragt nach den Glückskeksen, oh Herr. Major Hans zu 6. Hatino Muror Vidatuna. La Paridos Domentur. Knechtet die Sterblichen. Genau. Das hat er gesagt, genau. Und schon wieder zurück. Es handelt sich um eine kleine Aufmerksamkeit unseres Hauses. Wenn Sie Glück haben, gewinnen Sie sogar eine Probemitgliedschaft im Schnabeltierclub. Hurra! Das hatten wir so in der Tat vor. Ich hätte gerne einen Tisch für 2 Personen reserviert. Für 2? Einen Moment. Ich habe das Gefühl, es ist sehr unselbstständig. Ich glaube, wir haben ein zweites Opfer. Wie soll ich vorgehen? Autonomien. Assur Modena Confuginos Triomon Fadamon Probestellung. Oh, na, dann sag ich Ihnen das so. Genau so, in dem Wortlaut, bitte schön. Hier ist der Kunde wirklich noch König. Wir können leider für heute keine Reservierungen mehr annehmen. Der einzige freie Tisch ist für Stammkunden reserviert. Für die Zukunft vielleicht und irgendwie habe ich so das Gefühl... Warum werden wir jetzt Opfer bezeichnet? Das macht mir gerade ein kleines bisschen Angst. Gibt's denn gar nichts außer Schnabeltieren auf Ihrer Abendkarte? Da muss ich kurz nachsehen. Warten Sie bitte einen Augenblick, ja? Also, mit der Kompetenz könnte ich aber ganz ehrlich auch arbeiten. Abendkarte? Was sage ich Ihnen denn jetzt? Honestominen, Holidur, Olox, Delto. Hat irgendwas Lateinisches, muss ich sagen. Nein, es tut mir leid. Solange wir noch einen gesicherten Nachschub haben, werden all unsere Speisen aus Schnabeltieren hergestellt. Okay, dann würde ich gerne was bestellen. Ich würde gerne etwas zum Mitnehmen bestellen. Aber gerne doch. Suchen Sie sich einfach etwas vom Menüplan aus. So, jetzt schaue ich nochmal, weil, das hier geht nur in eine Richtung. Und das hat einen ganz bestimmten Grund, habe ich rausgefunden. Und zwar
ich habe ja schon so ein bisschen argumentiert, welchen Wert in Anführungsstrichen jetzt davon was hat. Wenn wir uns das jetzt anschauen, hat hier quasi nichts, dann kommt hier 50, dann kommt hier einen und dann kommt hier quasi 1,50. So ein Getränk ist dann quasi ein Slotty 50 wert und so ein Getränk im Prinzip 50. So, hätten wir das schon mal geschafft. Ein Burger haben wir auch schon in der letzten Folge ausklamüsert, wenn das ja quasi 1 wert ist, dann ist hier so ein Burger ebenfalls 1 Slotty wert. So, dann ist dieser Tausch in genau diese Richtung extremst wertvoll und quasi auch nur in diese Richtung durchführbar, weil wegen ist für den Kunden sinnvoll, für die Firma allerdings nicht. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir das so in der Form getauscht bekommen und das Einzige, was wir überhaupt verkaufen können, in Anführungsstrichen, sind ja die Getränke. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir die Burger so geschickt anlegen, dass wir zu den Getränken kommen. Lange Rede, kurzer Sinn, wir bestellen Menü 2. Ich hoffe, dass ich mich noch erinnern kann. Also, dann machen wir diese beiden... Was war das denn? Okay, mit denen können wir eh nichts machen, außer die zu Burgern zu machen. Okay, dann tauschen wir die gegen... Getränke. Ich glaube, es waren Getränke. Waren es Getränke? Ich glaube, es waren Getränke. Tauschen gegen Getränke und... Tauschen die gegen, genau, tauschen die gegen kleine Getränke. Da können wir jetzt nämlich von zwei kleinen Getränken diesen Tausch hier machen. Der ist nämlich top für uns. Da haben wir nämlich wieder zwei kleine Burger, die quasi ein Wert sind. Der ist auch ein Wert. Das heißt, wir haben nichts gewonnen. ich glaube, die machen wir groß. Was wir mit dem Getränk machen, weiß ich noch gar nicht genau. Weg. 4. Gut, das wird es leider nicht sein. Weil das Problem hierbei ist jetzt nämlich, dass wir das nicht zurückbekommen. Wir bestellen einfach nochmal das Menü. So. Dann ganz langsam zum Mitschreiben. Dieses Getränk. Was machen wir mit dem Getränk? Wir machen es einfach mal auf eine Größe. Dann machen wir den Burger auf die Größe. Dann können wir das da tauschen. Dann tauschen wir das auf die Größe. Dann können wir die beiden zusammen dazu tauschen. Dann stehen wir, glaube ich, ein bisschen besser da. So. Die können wir gegen einen großen tauschen. Da machen wir einen großen draus. Dann haben wir 3,50, genau, stimmt. Und wenn wir das nämlich gegen zwei Getränke tauschen und diese verkaufen, kommen wir trotzdem nicht ganz hin. Ja, aber wir sind schon mal ein bisschen näher am Ziel. Also Menü 2. So, kleines Getränk, großer Burger, Getränk, Getränk auf kleines Getränk, zwei Getränke auf zwei Burger. Jetzt sind wir schon mal über Wert, weil zwei, jede einer von diesen Burgern ist ja quasi ein Wert. Und wenn wir, wir können die jetzt gegen den großen tauschen, den großen gegen ein Getränk und die auf 1,50 verkaufen. Ist das Ihre Bestellung? Ja, wieso? Gut. Das macht dann 0 Slotty. Hehe, da gebe ich doch extra Trinkgeld. Sagen wir 30%. Zu großzügig. Der Rest ist für Sie. Errungenschaft freigeschaltet. Alles meins. Das könnt ihr leider im Video nicht sehen, aber wir haben eine Errungenschaft freigeschaltet und wir haben jetzt einen Glückskeks. Ach, was auch wieder ein bisschen Arbeit hier, aber okay. Bin mal gespannt, ob ihr mein sprichwörtliches Bastlerglück die Probemitgliedschaft im Schnabeltierclub geangelt hat. Das größte Glück ist, andere lächeln zu sehen. Verdammt, schon wieder eine Niete. Müssen wir das jetzt nochmal machen? Ich hätte gern dasselbe Mal wie immer. Kommt sofort. Ach schön, wir haben jetzt quasi die unendliche Glückskeksquelle. Die größten Fische fängt man mit Geduld. Verdammt, schon wieder eine Niete. Dann würde ich sagen... Ich hätte gern dasselbe wie eben. Einmal wie immer. Kommt sofort. Yay, Glückskekse. Irgendwann werden wir echt noch richtig fett. Wer braucht eine Probemitgliedschaft im Schnabeltierclub, wenn er Gesundheit und Freunde hat? Verdammt, schon wieder eine Niete. Okay. Okay. Was hat er? Ich verstehe. Wir machen einfach mal weiter. Irgendwann bekommen wir bestimmt was. Einmal wie immer. Kommt sofort.
Dieses Rätsel habe ich bereits gelöst. Ach so, nee, hier, zack, bumm, aufmachen, genau. Das Glück ist mit den Anglern. Verdammt, schon wieder eine Niete. Sagt uns das irgendwas? Ich hätte gern dasselbe wie eben. Einmal wie immer, kommt sofort. Das Glück ist mit den Anglern. Hilfe, ich bin in die Glückskeksmaschine gefallen. Verdammt, schon wieder eine Niete. Nochmal, bitte. Dasselbe wie eben. Einmal wie immer. Kommt sofort. Ich habe so das Gefühl, das ist nicht zielführend. Bring den Glückskeks zum Angler, du Trottel. Verdammt, schon wieder eine Niete. Sollen wir das irgendwie wörtlich nehmen? Ich hätte gern dasselbe wie eben. Einmal wie immer. Kommt sofort. Bring den Glückskeks zum Angler. Machen wir einfach mal, oder? Kostet ja nix. Den Rest schauen wir uns dann irgendwann anders mal an. Hier haben wir nicht mehr allzu viel zu bestaunen, aber ich denke mal, wenn wir den Glückskeks zum Angler bringen, warum nicht? Können wir mal machen. So. Die tolle Schliefnase ist eine Pracht einfach bloß. So, der Marktplatz mit hipper, trendiger Musik in den Hafen. Da wollen wir hin. So, wunderbar. Ich glaube, das ist dann etwas... Ach, Kollege muss er auch noch wegkriegen. Stimmt, da war was. Den Kollegen muss er auch noch mal wegbekommen da. Das wird auch noch mal ein Heidenspektakel. Naja, bring den Glückskeks zum Angler, du Trottel. Okay. Die Frage ist, ob der Angler mit uns sprechen will, weil es interessant ist, nämlich, dass wir mit ihm noch nie wirklich Kontakt hatten. Und ich glaube, so ganz sinnloserweise steht er da nicht. Was soll das denn sein? Ein Glückskeks. Wo du doch die ganze Zeit mit deinem ach so tollen Anglerglück prahlst, vielleicht könntest du zur Abwechslung mal den Beweis antreten. Wenn's weiter nichts ist. Da hast du es. Ich habe gewonnen. Hurra. Was? Zeig her. Nichts da. Es ist mein Gewinn. Und ich wollte schon immer, Mitglied im Schnabeltierclub sein. Aber es war mein Keks. Ist ja schon gut. Hier hast du deinen bescheuerten Ausweis. Okay. Ich bin eh bereits Mitglied in diesem dämlichen Club. Bin mal versehentlich auf ein Rubbel losgefallen. Und lass mich ab jetzt mit so einem Unsinn in Ruhe. Wir sind Mitglied im Schnabeltierclub. Der Tag hatte so schön angefangen. Halsbrecherische Hochseilakrobatik, schiefgelaufene Gehirnoperationen und plötzlich bin ich Probemitglied im Schnabeltierclub. Ist doch schon mal was. Ich würde sagen, wir reisen mal sofort mit der Karte da hoch. Und schon setzt diese wunderschöne melodische Musik ein und schau mal, was wir da haben. Ich bin jetzt Mitglied im Schnabeltierclub. Herzlichen Glückwunsch. Du bist jetzt offiziell ein Teil der Schnabeltiergemeinde. Muss ich mir die Haare rasieren oder Kutten tragen? Nein, aber du bekommst eine Gratiskopie der Schnabeltierfibel. Und das ist nicht verhandelbar? Bewahre sie gut auf. Sie könnte dir eines Tages dein Leben retten. Was haben wir denn da? Auf welchem Weg sind wir jetzt ein bisschen weitergekommen? Turnierhand, Tauchboot. Stimmt, da war ja auch noch was mit dem... mit dem goldenen Drachen der Unsichtbarkeit. Da kommen wir gerade nicht weiter. Was haben wir jetzt damit zu tun? Was ist da jetzt neu? Ich weiß es nicht. Was kam da neu dazu? Ich glaube, nichts Relevantes. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall mal... die Fibel. Die große Schnabeltierfibel, dritte Auflage. Dann wollen wir doch mal schauen, ob was Nützliches drinsteht. Würde ich auch sagen. Das hier ist interessant. Offenbar gibt es in jeder Generation ein Schnabeltier pro Gattung, das die Nester vor Räubern bewacht. Die Eier dieser Nestwächter werden vom Muttertier gut versteckt. Es gibt 4 Schnabeltiergattungen, also insgesamt 4 Nestwächtereier. Natürlich. Ich muss nur die 4 Nestwächtereier finden und ausbrüten. Dann landen die entsprechenden Schnabeltiere auch nicht mehr auf der Speisekarte. Und ich kann Goal endlich zum Essen einladen. Der Plan ist so bescheuert. Also so bescheuert. Der muss einfach funktionieren. Und warum sollten wir die Schnabeltierversorgung kappen? Ich verstehe das nicht so ganz. Also, was haben wir hier? Hier steht, dass Erdschnabeltiere ihre Eier im Erdreich verstecken. Wie gut, dass ich mich nicht auf einer Insel aus Treibgut befinde.
dann sieht das hier so aus. Erdschnabeltiere schlüpfen beim ersten Bodenfrost im gefrorenen Erdreich. So ein Mist. Ich kann doch unmöglich den Wintereinbruch abwarten. Das stimmt. Hier steht, dass Flugschnabeltiere ihre Eier an hochgelegenen Punkten verstecken. Das scheinen ja richtige Akrobaten zu sein. Wie ich. So oder so ähnlich. Flugschnabeltiere schlüpfen im freien Fall vom höchsten Punkt ihrer Siedelstätte. Umständlich, aber auch irgendwie lässig. Das stimmt. Seltsame Illustration. Entweder wusste der Künstler nicht, was ein Kescher ist, oder wie man ordentlich zeichnet. Sieht eher wie eine Windhose aus, muss ich sagen. Hier steht, dass Feuerschnabeltiere ihre Eier in heißen Geysiren verstecken. Geysire? Sowas gibt's hier doch gar nicht. Feuerschnabeltiere schlüpfen in loderndem Feuer. Das nennt man dann wohl ein angeborenes Gespür für dramatische Auftritte. Was haben wir hier noch? Hier steht, dass Wasserschnabeltiere ihre Eier in Ufernähe verstecken. Na prima, dürfte schwer sein, auf diesem Stück Treibgut einen Ort zu finden, auf den das nicht zutrifft. Und dann haben wir hier noch... Wasserschnabeltiere schlüpfen. Bitte was? Im Maul von lebendigen Zebrafischen. Ekelig. Hier steht außerdem, Süßwasserfische sind. Dürfte schwer sein, hier welche aufzutreiben. Wir haben jetzt sehr viele Eintragungen bekommen. Also ich habe so das Gefühl, wir nähern uns dem Ende des Spiels nicht sehr linear. Um nicht zu sagen, komplett antilinear. So proportional oder exponentiell oder irgendwie sich komplett davon entfernend. Aber wir haben Teile der Karte entdeckt und ich würde sagen, mit dieser schönen Musik, mit dem Blick auf das Ei da, was können wir jetzt damit einsammeln? Der Ruf ist einfach zu blöd. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir damit, dass wir in der nächsten Folge, die restlichen Eier irgendwie eingesammelt bekommen und überhaupt mal Eier. Ach, da oben ist so ein Teil, mit dem wir das dann einsacken können. Interessant. Okay. Dann schauen wir mal, dass wir dann in der nächsten Folge ein paar Eier eingesammelt bekommen. Und würde ich sagen, sehen wir uns dann wieder beim Let's Play von Chaos auf Deponia. Rufus schläft schon ein. Ihr bestimmt auch, deswegen manchmal Schluss für heute. Tschüss.